Da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt mal geguckt. Es steht immer noch nicht dran. Anscheinend ist da gerade ein ganz merkwürdiger Bug am Stisseln. Aber ich bekomme das Zeug. Also, ich hatte gerade 123 Käse und habe jetzt 124, nachdem ich ihn beklaut habe. Also, ich bekomme das Zeug. Es ist halt nur einfach nicht für das hier. Also, ja. Es ist halt schon bald wieder Nacht, ne? So lange rede ich schon mit den Leuten. Hector und Kasim sind erstmal hart am Kiffen. Ach Gott, das ist echt bescheuert. Sindbad. Mhm. Ist das Mehl? Darf ich das nehmen? Ich meine, ich soll das Mehl ja zusammentragen, also. Hallo, du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Du sagst es, Sohn des Scharfsinns. Mein Name ist Sindbad und ich komme von den südlichen Inseln. Von den südlichen Inseln? Na, hatte ich mir ja auch irgendwie gedacht. War ja auch nicht so schwer, oder? Nö, eigentlich nicht. Was machst du hier in Varant? Nun, sagen wir mal, ich will etwas von der Welt sehen. Naja, nebenbei gesagt will ich auch etwas Gold verdienen. In meiner Heimat ist man schon an meine Kunststücke als Feuerschlucker so gewöhnt, dass es kaum noch jemand interessiert. Daher bin ich nach Varant gegangen, um mal den Assassinen und Nomaden zu zeigen, was ich so drauf habe. Ubi, hey. Sind die Assassinen beeindruckt? Naja. Benimm dich. Ehrlich gesagt, nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich hatte mehr erwartet. Es kommen leider nur wenige Leute zu meinen Vorstellungen. Diese Beliar-Anhänger sind mehr von den Zauberkunststücken ihrer Magier beeindruckt, als von meinen Fähigkeiten. Bei den Nomaden sieht es anders aus. Die kann man auch wirklich beeindrucken. Wenn also in Ugar nichts mehr zu verdienen ist, gehe ich in die Berge. Hm, haben denn die Assassinen nichts dagegen, dass du ihre Feinde aufsuchst? Keine Ahnung. Aber unter uns gesagt, interessiert mich das ziemlich wenig. Ich mache eh, was ich will. Aber vielleicht werde ich schon eher Ugar verlassen. Langsam geht mir nämlich mein Tabak zu Ende. Welcher denn? Wieso? Hier in Ugar kannst du doch überall Tabak bekommen. Das bringt mir nichts. Ich rauche nur eine spezielle Sorte. Die da wäre? Aber das ist echt starker Tabak. Sowas hast du noch nicht geraucht. Wann ist denn die nächste? Meine Vorstellung findet jeden Abend zwischen 19 und 3. Aber wenn du Lust hast, kannst auch gegen Mittag mal ver... 19 Uhr, haben wir ja bald. Ah. Hm. Wie viel Mehl habe ich jetzt? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel ich eingesammelt habe. Ein Sack fehlt. Den könnte ich vom Lagerverwalter kaufen. Der hatte einen einzigen. Aber der liegt bestimmt noch irgendwo rum, dieser eine Sack. Ich denke, ich werde ihn nicht kaufen müssen. So mittlerweile? Kennst du dich im Schlösserknacken aus oder im Taschendiebstahl? Hey, Moment. Glaubst du etwa, ich wäre ein Dieb? Ja. Genau das meine ich. Du irrst dich. Ich bin nur ein armer Bettler und jetzt lass mich in Ruhe. Kann ich meinen Kopfnicken zeigen? Du bist ein Dieb. Ich speichere nochmal. Wenn ich du schon so frech bist ein bin. Dieb. Gib es ruhig zu. Vor mir hast du nichts zu befürchten. So? Das kann ja jeder behaupten. Das musst du mir erst beweisen. Und wie? Ganz einfach. Du stiehlst hier in Ugar etwas und bringst es mir. Dann sehe ich ja, ob ich dir vertrauen kann. Na schön, was soll ich stehlen? Der Händler Bahal hat den besten Tabak weit und breit. In seinem Haus bewahrt er 4 verschiedene Tabaksorten auf. Bring mir von jeder Sorte einen Beutel und ich bringe dir bei, was ich kann. Das Problem ist halt, ich darf wirklich nicht mal in sein Haus rein, der rastet komplett aus, wenn ich es nur betrete. War das hier, ne? Ich probier's nochmal.
Okay. Da würde ich theoretisch hochkommen. Honigtabak. Denn eine Karte ist das, oder? Teil von Ashdod. Da drin putzt irgendjemand. Oder ist das oben? Mach doch die Tür auf. Ich kann sie nicht anvisieren. Ich krieg echt die Krise. Oder reicht das schon? Warte mal. Vielleicht sind das ja alle Tabaksorten, die er haben will. Ich sehe schon, ich laufe jetzt in eine Falle. Okay, sind nicht alle. Oben sind anscheinend auch noch welche. Auf 6 ist mein Schlaf. Weil ich werde den da oben einschlafen lassen müssen, wer auch immer da ist. Denke ich. Wobei ich ja eigentlich, also mir wurde ja gesagt, da ist ja auch mein Diener, mit dem kannst du labern. Aber Bahal ist ja komplett ausgerastet, dass ich in seine Bude rein bin. Bahal, meine ich. Raus hier. Ja, schon wieder. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Brankos Truhe. Alter, wenn ich jetzt... Ich kann einfach keine Truhe mehr öffnen mit 78 Milliarden Geschick. Da sind aber noch Tabaksorten. Vielleicht sind das die, die noch fehlen. Pilztabak? Weiß ich nicht, ob ich welchen hatte. Was war das? Aber so oder so. Raus hier. Müsste ich es jetzt haben. Ja, mach, dass du wegkommst. Naja, halt du die Klappe da oben. Dieses vorlaute kleine Viech da, ey. So. Hier hast du deinen Tabak. Ausgezeichnet. Du bist ein hervorragender Dieb. Willst du mir nun beibringen, was du kannst? Na klar, ich kann dich sowohl im Taschendiebstahl wie auch im Schlösserknacken. Bitte Schlösserknacken 4, bitte. Außerdem kann ich dir auch Dietriche verkaufen, wenn du mal welche brauchst. Kannst du mir... Danke schon. Kann er nicht. Es nervt halt. Wirklich. Wenn du es eigentlich schon längst lernen könntest. Schon längst. Aber das Spiel so... Nö. Ah, das ist der Lagerraum. Okay, ja. Tränke. Ist hier noch ein Sack Mehl drin? Dann habe ich die Quest fertig. Irgendwas ist da unten. Das ist ein Schall. Ah, okay. Ja, ich sehe jetzt sonst nichts mehr. Ich meine, jetzt ist ja wieder Nacht. Vielleicht ist dieser eine, den ich das letzte Mal verloren hatte, ja respawned oder so. I don't know. Bist du? Elite-Assassine. Ja, mach, dass du wegkommst. Halt die Klappe. Sklave. Also okay bei dir, ja. Raus hier! Halt die Klappe. Ja, mach, dass du wegkommst. Kommt gleich hoch. Raus hier! Der verfolgt mich jetzt. Den gesamten Aufenthalt hier. Sieht seltsam hier aus. Hier ist aber auch nichts, ne? Nee. Also hier ist ein Dach, aber I don't know, ob hier irgendwas drauf ist. Mittlerer Lederbeutel.
Großer Feuersturm. Habe ich nichts drauf? Hier noch vielleicht? Nee. Drüben sehe ich auch nichts. Da ist der letzte von den... Autschi. Von den Straßenräubern, die ich vermute. Ich lade gerade, weil sich die Musik schon wieder verabschiedet hat. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Ist er jetzt nochmal einer? Weg mit deiner Waffe! Na bitte! Okay. Geht doch! Ist wohl noch nicht spät genug. Wenn hier noch Jafar und der Elite-Assassine drin sind. Ihr seid auch noch da. Also ja, es ist noch nicht spät genug. Ich bin halt echt pleite mittlerweile. Hatte ich. Wer bist denn du? Ach, einfach nur ein Adept. Halt! Keinen Schritt weiter, Fremder. Was willst du hier? Ich wollte mich nur mal umsehen. Ist es erlaubt, das Lager zu betreten? Na gut, du darfst hinein. Aber komme ja nicht auf den Gedanken, hier etwas zu stellen. Die Pfeile unserer Krieger würden dich ansonsten augenblicklich durchbohren. Schon klar. Wer hat die Aufsicht über das Lager? Wende dich an Gasparino. Er ist hier für alles verantwortlich. Den hatte ich ja schon in der Dings getroffen. In der Taverne. Das ist dieses gruselige Haus. Das können wir eigentlich mal uns vornehmen, ne? Das Haus der Schreie. Was ist dein Problem jetzt, Abdallah? Hey du, warum verfolgst du mich? Du rührst dich, ich verfolge dich nicht. Ach, und warum läufst du dann ständig hinter mir her? Ich sagte dir doch bereits schon, Fremder, dass du dich irrst. Und jetzt lass mich in Ruhe. Du bist ja schon wieder hinter mir her. Du irrst dich. Ich gehe nur zufällig denselben Weg wie du. Mehr nicht. So, weißt du was? Das glaube ich dir nicht. Glaubst du doch, was du willst. Ich gehe dorthin, wo ich will, Fremder. Ob es dir passt, ist mir egal. Das wird jetzt gleich eskalieren. Wer ist dein Auftraggeber? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lass mich in Ruhe, klar? Jetzt pack endlich aus, sonst werde ich dir ein paar Knochen brechen müssen. Versuch das bloß, dann hast du die ganzen Wachen auf dem Haus. Also du folgst mir wohin, schön, wo ich dich verprügeln kann. Du willst Gold? Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du mir verrätst, wer dich geschickt hat. Tja, die würde ich gerne verdienen, Fremder. Aber ich habe dir schon wiederholt gesagt, dass du dich irrst. Ich habe keinen Auftraggeber und ich verfolge dich auch nicht. Und jetzt muss ich weiter. Was willst du von mir? Nichts, Fremder, nichts. Was? Nichts. Der hat richtig Bock, der Typ. Hier pennen wahrscheinlich die Sklaven oder so, oder? Das Haus ist dann da drüben. Okay. Was? Nee. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Lösung, oder? Darf ich da rein? Wieso rennt die Sklavenwache da rein? Die rennt so, als sollte ich hier folgen. Fällt mir gar nicht. Du mieser kleiner Dieb. Die Haut gar nicht mal so. Okay, ich darf hier tatsächlich nichts machen. Also ich habe eine Idee. Ob die klappt, weiß ich nicht.
Beziehungsweise bevor ich mir jetzt die Mühe mache, überprüfe ich es. So, komm mit. Wir finden ein kleines Fleckchen, wo ich dich verprügeln kann. Ja, hier ist doch ausgezeichnet, oder? Steck die Waffe weg. Der ist sofort bereit. Kluges Kerlchen. Aber weißt du was? Du rechnest nicht damit. Oh, ich soll wohl damit aufhören. Ich glaube, jemand schießt mit dem Bogen auf mich, oder? Nee, doch nicht. Okay. Bringt nichts. Ich dachte vielleicht, soll ich ihn halt... Also wirklich ist die Idee, dass ich ihn irgendwo hinlogge, wo ich ihn verprügeln kann. Und dann hat er halt irgendwie einen Brief von seinem Auftraggeber dabei oder was weiß ich was, aber... Nee. Schon mal, was im Questlog drin steht. Kluges Kerlchen. Ich werde meinen Aufpasser einfach nicht los. Ich muss unbedingt herausbekommen, wer ihn mir auf den Hals geschickt hat. Mal sehen, ob ich jemanden finden kann, der mir über die Burschen Auskunft geben kann. Ich könnte es ja mal in der Taverne probieren. Ich sollte aber dann am besten den Kerl in meiner Nähe haben, da es schwer ist, ihn zu beschreiben. Ja gut. Dann mache ich das jetzt gleich, bevor der mich bei irgendwas sieht. Wobei er mich nicht sehen sollte. Kerker. Bin falsch abgebogen. Komm mal mit. Es ist halt hart irritierend, dass er jetzt mit gezogener Waffe rumrennt. Also irgendjemand, den ich beklaut habe, hat den auf mich gehetzt wahrscheinlich. Du kommst mit in die Taverne, mein Freund. Okay, interessant. Lag einfach so rum. Joachim. Warte mal. Ich kann ihm nichts dazu sagen. So, dann kommen wir mit hier rein, Süßer. Sag mal, kennst du den Typen, der mich ständig beobachtet? Ja, das ist Abdallah, einer von Tartar und Spitze. Was will der Kerl von mir? Nun, ich denke mal, dass er von Tartar und den Auftrag hat, dich zu beobachten. In Ugar wird jedem Fremden misstraut. Und gerade Tartaron will wissen, wer in seiner Stadt herumspaziert. Na toll. Das heißt, ich muss mir diese Überwachung jetzt gefallen lassen, oder was? Nun, es gäbe da eine Möglichkeit. Du müsstest Abdallah auf eine falsche Fährte locken, sodass er mit etwas anderem beschäftigt wird. Dann wird er dich in Ruhe lassen. Aber wie könnte ich das machen? Lass mich mal überlegen. Auch gut, dass der Wirt mir einfach Auskunft über sowas gibt. Ich hab's. Allerdings müsstest du mir 50 Goldstücke geben, bevor ich dir helfe. 50 Goldstücke? Und was ist, wenn dein Plan schief geht? Der geht ganz bestimmt nicht schief. Das garantiere ich dir. Hier hast du 50 Goldstücke. Gut. Du wirst es nicht bereuen. Wie sieht jetzt dein Plan aus? Nun, wir werden jetzt einfach so tun, als ob wir uns über einen Schatz unterhalten würden, den man hier in der Nähe heben kann. Du wirst sehen, wie schnell Abdallah hinter diesen her sein wird. Wie? Das soll jetzt ein toller Plan sein? Ja. Yeah. Was gefällt dir denn nicht daran? Könnte auch ausklappen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass uns Abdallah diese Geschichte mit dem Schatz abnehmen wird. Man sieht, dass du ein Fremder bist. Hier in der Gegend gibt es eine ganze Menge verborgener Schätze. Ja, ich habe jede Menge Karten davon. Die ganze Gegend hier ist schon seit Jahrhunderten der Schauplatz von Kriegen und Raubüberfällen. Heerführer, Abenteurer und Wüstenräuber haben im Laufe dieser Zeit ihre gehorteten Schätze im Sand der Wüste vergraben.
und in den Katakomben unterhalb unserer Stadt werden ebenfalls solche Sätze vermutet. Interessant. Und wurde von diesen Schätzen auch mal etwas gefunden? Natürlich. Obgleich das nicht immer ganz ungefährlich war. Na gut. Angenommen, Abdallah beißt an. Wie würde es dann weitergehen? Abdallah wird mich sehr wahrscheinlich nach unserem Gespräch fragen, worüber wir uns unterhielten. Und da werde ich ihm weismachen, dass du nach dem Schatz des Herakles suchst. Dem Schatz von wem, bitteschön? Das ist nicht die falsche Mythologie. Des Herakles. Dessen Schatz soll irgendwo in den Katakomben zu finden sein. Ahmad, der Kartenhändler, hatte mir mal eine Karte von diesem Schatz verkauft. Aber ich konnte mit dieser sogenannten Schatzkarte nichts anfangen. Ich habe da unten auf jeden Fall keinen Schatz gefunden. Sehr wahrscheinlich hatte man sich den Schatz schon längst geholt, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Tja, da habe ich mein Geld umsonst ausgegeben. Aber so ist es nun mal mit der Schatzsuche. Nicht jede Schatzjagd bringt einem was ein. Damit muss man leben. Aber jetzt können wir Abdallah damit eins auswischen. Und das freut mich sehr. Denn diesen Spitzel konnte ich noch nie leiden. Na, hoffentlich beißt er an. Ich glaube schon. Komm morgen nochmal vorbei. Dann sage ich dir, ob es geklappt hat. Zeig. Ich hab mir das schon gedacht. Kein Sackmehl. Auch keine Tomaten. So. Mit dir rede ich jetzt doch hier. Wo hast du das denn schon wieder her? Wo bist denn du? Mansur. Warte mal. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Mirko, Aramis. Okay, na ja gut, aber mit dir rede ich jetzt hier. Hallo, hier wird wohl das Erz abgebaut. Ja, Fremder, hier ist das größte Erzvorkommen westlich von Ishtar. Und darum werde ich meine Augen besonders offen halten, dass hier keiner lange Finger macht. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Du machst nicht gerade ein zufriedenes Gesicht. Wie sollte ich auch? Vor kurzem sind uns 4 Mann, also die Hälfte unserer Sklaven, entflohen. Der ganze Erzabbau ist gefährdet, wenn sie nicht wieder eingefangen werden. Tja, das ist Pech. Und was habt ihr unternommen? Na was schon. Und aufgeregt. Natürlich haben wir ihnen einige unserer Männer hinterhergeschickt. Diese Dummköpfe von Sklaven sind in die große Oase geflüchtet. Dort sind sie zwar schwer zu finden, aber weit werden die Kerle nicht gekommen sein, bei den ganzen Viechern, die dort herumlaufen. Doch ob die Entflohenen nun von Snappern, Löwen oder unseren Sklavenhunden getötet werden, eins bleibt gleich. Tote Sklaven können kein Erz mehr abbauen. Nun weißt du, warum ich so wütend bin. Dabei würde ich für jeden wieder eingefangenen Sklaven 100 Goldstücke zahlen. Ich könnte versuchen, die Sklaven wieder für dich einzufangen. Wirklich? Ich glaube zwar nicht, dass du Erfolg haben wirst, weil man dafür ein erfahrener Jäger sein muss, aber na gut. Die entflohenen Sklaven heißen Morris, Clark, Spike und Wilbert. Fang die Kerle wieder ein und du bekommst die versprochene Belohnung. Oder wenn das nicht mehr möglich ist, so berichte mir zumindest, was mit ihnen geschehen ist. Okay, so weiß ich, wurden alle von Löwen gefressen. Gib's Geld her. Warte mal. Okay. Jut. Wir, warte mal. Es ist eigentlich jetzt spät genug, dass wieder Sklavenhainis unterwegs sind, gell? Hoffe ich. Jetzt kurz dahin. Wenn nein, dann penn ich. Nein? Nein. Dann penn ich. Geht's natürlich in das einzige Haus, wo kein Bett ist hier. Doch, hier. Oh, es hört sich an, als würden wir hier zu mir kommen wollen und mich sagen wollen. Du, verschwind jetzt. Aber geschwind, haben wir uns da verstanden. Raus hier. Sehr in Ordnung. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, wenn du wegkommst. Unfreundliches Gesindel.
möchte jetzt aber nochmal in die Mine. Und zu dem Haus. Ich glaube, das Haus mache ich sogar vorher. Lass mal wieder ein bisschen kämpfen. Oder noch was anderes. Moment. Ich gehe erst zu dem Lagerverwalter, kaufe ihm diesen einen Mehl, den er hat, ab. Und... ja, wobei, es bringt auch nichts. Vielleicht kann ich... verliere ich dadurch Sprachoptionen, die ich anklicken könnte. Wenn ich jetzt die Mehlquest schon abschließe. Deswegen lasse ich sie doch nochmal da. So, wie komme ich in das Haus rein? Hier? Ja. Okay, klingt, als würde da drin heftige Beschwörungen ablaufen. Ich erwarte Gegner, die etwas stärker sind. Also... ja, komm, nee. Geschärfte Pfeile reichen schon. Hoffe ich. Ich kann wenigstens beim Amulett wieder was Sinnvolles anziehen. Oh, warte mal. Nee, dann lasse ich den an. Okay, wie komme ich denn in das Haus rein? Jetzt bin ich verwirrt. Von oben, oder was? Weil man hört jetzt zwar was und da drin geht's ab, aber... keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ich glaube tatsächlich von oben. Kannst du bitte... bitte. Danke. Ich weiß schon, wie ich da reinkomme. Dann mache ich jetzt aber doch das hier zuerst, bevor ich hier wieder zurücklaufen muss. Rein darf ich ja. So wie ich das jetzt gesehen habe oder verstanden habe. Pete. Hey du. Hallo. Wer bist du? Ich heiße Pete. Von morgens bis abends schufte ich mir hier den Buckel krumm. Und jetzt, wo vier von uns abgehauen sind, muss ich mit den übrigen Sklaven doppelt so viel schuften. Das ist doppelt so scheiße. Ich sammle jetzt mal nichts ein. Vielleicht darf ich hier irgendwann abbauen und mich frei bewegen und keine Ahnung, aber jetzt im Moment möchte ich jetzt mir keinen Stress machen. Warte mal. Ja, wollte gucken, ob ich den beklauen kann, ob der den Schlüssel hat. Plot Twist hat er nicht. Ja, der guckt schon her. Kiste mit Erz. Nom. Okay. Aber in der Nacht waren hier eigentlich mehr. Zumindest sah es da noch aus. Wenn ich jetzt hier nämlich über die Mauer darüber laufe, müsste es eigentlich gehen. Zumindest ist das meine Idee. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich in das Haus reinkomme. Ich habe nämlich keinen Eingang gefunden. Ich weiß ja nicht mal, ob oben einer ist. Keine Ahnung, ist nicht zu erkennen, um ehrlich zu sein. Okay, also da ist schon mal eine Truhe drauf. Verwandlung in Blutfliege. Mhm. Ist das irgendwie ein Hint, dass ich das brauche hier? Ah, da ist ein Loch oben. Okay. Da kann ich hundertprozentig rein. Was wird mein letzter Fehler sein? Okay, ich lebe noch. Hallo? Hallo? Ich habe gerade einen Zombie gehört, glaube ich.
Ich bin mir sicher, dass ich einen Zombie gehört habe. Jetzt erstmal baden. Ah, ist das cool. Okay, reicht schon wieder. Ah, okay, das sind die hier. Okay, hier läuft aber noch irgendwas Krasseres ab. Ah. Okay. Ah. Stop this. Darauf war ich nicht vorbereitet. Gesammelte Erfahrungen. Das ist wahrscheinlich die Tür, die nach draußen führen würde. Ja, ist halt nur verbarrikadiert. Türschlüssel aus Uger. Mhm. Wahrscheinlich für diese Tür hier. Ich höre da sehr viele Fleischwanzen. Okay. Da ist der Schalter. Wahrscheinlich für die... Genau. Gehen wir mal runter und schauen, ob wir diesen Soundbug beenden können. Das ist ja nervig, dass dieser Ton immer wieder von vorne anfängt. Muss ich hier Sachen einsetzen? Ich hätte halt... Also... Bin mir jetzt nicht sicher, ob das damit gemeint ist oder ob es in Gothic sowas überhaupt gibt, aber... Ich stehe jetzt hier davor. Da ist ein Sonnensymbol. Also mache ich Licht. War das richtig? Hat sich nichts getan. Also weiß ich nicht, ob es richtig war. Pharao-Krieger. Unwetter. Schlüssel. Sonne. Hm. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Ah. Geistesalchemist. Ah! Dachte ich mir doch, dass die Hütte mit dem was zu tun hat. Extrakt der Heilung. Da ist auch nochmal was, aber sprechen wir erstmal mit ihm. Warum störst du meine Ruhe? Geh. Geh, bevor dich die Toten holen. Warte mal, bist du der Alchemist, den dieses Haus mal gehört hat? Wie, du kennst mich. Dann haben mich also doch nicht alle vergessen, wie ich schon vermutet habe. Nun, zumindest nicht ganz. Viel wissen die Leute nicht mehr über dich, aber dein Haus wird von den Bewohnern der Stadt gemieden. So, naja, eigentlich konnte ich mir sowas denken. Die seltsamen Geräusche und die Untoten, die in meinem Haus waren, mussten die Leute ja abschrecken. Wie kommt es eigentlich, dass du das Haus betreten konntest? Haben denn die Untoten nicht versucht, dich aufzuhalten? Doch. Aber ich wurde mit ihnen fertig. Erstaunlich. Sei aber auf der Hut. Solange der Fluch, der auf diesem Hause ruht, noch besteht, können immer welche hier erscheinen. Keine Sorge, ich pass schon auf mich auf. Was ist eigentlich passiert? Warum ist dein Haus voller Untoter und warum wurdest du zum Geist? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du so viel Zeit hast, sie dir anzuhören.
Nun ja, geht so. Also bitte die Kurzfassung. Gut. Wo fange ich am besten an? Ach ja, am besten mit meinem Experiment. Was für einem Experiment? Nun, ich wollte mir das Wissen der Totenwelt aneignen. Und das ist mir am Ende auch gelungen. Allerdings mit fürchterlichen Konsequenzen. Das Wissen der Totenwelt? Ist das nicht etwas eher für einen Magier als für einen Alchemisten? Ja, natürlich. Du hast ja recht. Aber der Ehrgeiz hatte mich gepackt. Als Alchemist konnte ich in Ugar eher schlecht als recht leben. Die Bewohner der Stadt haben lieber den Magier etwas abgekauft, die sich ebenfalls mit Alchemie beschäftigten. Da beschloss ich mich ebenfalls... Also ich würde lieber von dem Alchemisten, der quasi nur das macht, was kaufen, als von dem Magier, der das nur nebenbei macht. Als darauf eingelassen. Ich musste, er ist wie ein Fachmetzger. Preis für, das ist ja verbessert, als irgendwie der Leberkäsesemmel ausscheißt. Das Leben zu verlieren, aber gleichzeitig als Geist dazu verdammt zu sein, in meinem Haus herumzuirren. Und als ob das nicht genug wäre. Die Untoten, die du in meinem Hause sahst, wurden mir zu Wächtern mitgegeben, damit ich nicht die traurige Stätte meines Daseins verlassen kann. Wie konnte dies geschehen? Es gelang mir eines Tages, dem Magier Tartaron ein Buch zu stehlen, das sich mit der Totenwelt beschäftigte. Du konntest es lesen? Normalerweise wird doch solch ein Buch nicht in einer normalen Schrift verfasst. Das war es auch nicht. Ich habe fleißig die Schriftzeichen der Nekromanten studiert, sodass ich das meiste verstehen konnte. Das meiste? Also nicht alles? Das war aber sehr unvorsichtig von dir, dich schon mit der Zauberei zu beschäftigen, bevor du alles verstanden hattest. Ja, du hast ja recht. Avada Kedavra. Das war ja auch der Grund, warum alles schief ging. Ich beschwor einen mächtigen Untoten, der in den Katakomben von Ugar begraben ist. Nee, der ist tot. Von diesem erhoffte ich mir, das Wissen über die Totenwelt zu verschaffen. Also falls wir denselben Lass meinen. Lass mich raten. Anstatt dir dieses Wissen zu vermitteln, tötete dich der Untote und nahm von deiner Seele Besitz. Genau so war es. Und jetzt muss ich Narr dafür büßen, dass ich so leichtsinnig war. Nun, von den Toten kann ich dich dann leider nicht erwecken. Ich kenne auch keinen, der das könnte. Ja, ich weiß. Mir würde es aber schon helfen, von diesem Fluch erlöst. Also ich glaube, das ist der mit diesen extrem Meine vielen Seele Lebenspunkten. Will endlich Ruhe finden. Den ich getötet habe. Beziehungsweise der mich siebenmal getötet den hat und ich ihn einmal. Grausamen Untoten aufsuchen. Und töten. Ja, mit den Leibwächtern. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Er auch keine Macht mehr, meine Seele an diesem Gar-Gar-Gar-Tabar-Karna, irgendwas mit Gar-Tabar-Samana-Mahasamana. Den du beschworen hast. Ein Schwarzmagier. Kaglistro, genau, ja. Kaglistro. Durch ein altes Buch bin ich auf diesen gestoßen. Hätte ich mich doch bloß nie auf ihn eingelassen. Wo befindet sich Kaglistro? In einer Nirgendwo. Alten Gruf, ich habe ihn erledigt. In den Katakomben, also du, Roland. Befindet. Dort habe ich ihn aus seinem Grab erweckt. Wie kann man in die Katakomben gelangen? Die Zugänge sind alle versperrt. Wahrscheinlich könnte ich hinter die ihm dadurch. Die Katakomben sind sehr weit reinkommen. Man braucht ohnehin mehrere Schlüssel, um in alle Bereiche zu gelangen. Aber für den Bereich, der zur Gruft führt, hattest du einen Schlüssel? Natürlich, aber den werde ich nur demjenigen aushändigen, der bereit ist, mich von meinem Fluch zu erlösen. Na schön, ich werde Kaglistro finden und unschädlich machen. Wirklich? Ich danke dir. Gib mir den Schlüssel zur Gruft. Hier hast du ihn. Viel Erfolg. Danke. Ist das jetzt das hinter dir? Krieg ich das? Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Ah. Ich spreche gleich nochmal mit ihm. Ich will
Ich habe den ja eh schon getötet. Ich will nur wissen, wo ich da rauskomme. Oh. Das ist gar nicht gut. Okay. Ich find's aber gut, wie ich einfach dran stand, weitergeschossen habe, wissend, dass ich sterbe. Oh, das ist gar nicht gut. Hm. Da, warte mal. Da ziehe ich jetzt stärkere Pfeile an. Nehmen wir mal die. Speichern. Oh, kann ich bitte treffen? Es ist furchtbar, wirklich. Okay. So. Also hier war ich anscheinend noch nicht, weil hier leben noch Skelettkämpfer. Ah! Okay. Nichts Außergewöhnliches. Drei Elixier der Geschicklichkeit. Das ist der Shit, den ich brauche, Leute. Oh, das wäre was für maximales Leben. Wann habe ich denn das eingesammelt? Ich habe mittlerweile 22 von diesen Mana-Trinken. Ich will nur Mana jetzt lernen, bis es sau viel kostet und mir die dann alle reinpfeifen. Wisst ihr, wie krass das dann wäre? Wisst ihr, wie viel Mana ich dann hätte? Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, genau. Okay. Dude. Gute Nachrichten. Kaklistro ist tot. Ich hab's super schnell erledigt. I am Speed. Hey, du bist erlöst. Kaklistro. Nice, noch ein Elixier des Geistes. Ja, vor einiger Zeit merkte ich bereits, dass ich vom Fluch befreit bin. Ich danke dir. Findet deine Seele jetzt auch wirklich Ruhe? Ja, ich werde hier jetzt von allem Abschied nehmen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich diese Welt verlassen kann. Da ich dir alles zu verdanken habe, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Das ist jetzt doppeldeutig lustig. Ich bekomme von einem Geist ein Elixier des Geistes. Ne? Es ist ein Geistelixier von einem Geist des Geistes. Versteht ihr? Lebe wohl. Ist doppelt geil. Vielleicht sehen wir uns in einer besseren Welt wieder. Ich glaube nicht. Los, mach deinen Ich teleportiere mich weg, Schrei als Geist. Danke. Belia-Turm, Haruns Zeltlager, Küstenhöhle. Ich schau nur gerade. Ich glaube, ich habe. Nee. Keinen Teleport. Mm-mm. Ich würde jetzt nämlich tatsächlich zurücklaufen. Also erstmal muss ich gucken, wo ich noch wo ich in diese Höhle komme. Ach mein Gott, lass mich doch da einfach da drüber. Wir haben jetzt gerade eine Questaktualisierung. Sind vielleicht wieder Tomaten gewachsen? Hä, wo ist denn die Tür? Ah, da. Ich habe genug Flaschen Wasser bei mir, um die Tomatenpflanzen zu bewässern. Eine Flasche pro Pflanzenreihe, also 8 insgesamt sollten reichen. Okay, und how? Aha. Okay. Das ist super seltsam. Äh,
Habe ich jetzt alle? Ich laufe einfach mal nochmal alle ab. Mein Charakter stuckt. Muss ihn mal leider... Okay, ich stuck einfach komplett. To the ground. Lade. Because I stuck in eternity. Jetzt so. So. Waren das jetzt alle? Ich habe die sechste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine fehlt. Das ist vielleicht die hier? Nein. 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 Vielleicht backt die eine jetzt. Ja, der Quicksave ist zu weit weg. Ach, Gott sei Dank. Ah, sind schon wieder da jetzt. Okay. Kann ich bitte? Danke. Gib die scheiß Tomaten her. Hör auf damit. Charakter. Bitte. Unterlassen Sie dies. Gib die Dreckstomaten her. Interessant, dass mein Charakter jetzt gerade dahin gegangen ist. Das, er macht das halt gerade von alleine, ne? Das ist echt lustig. Jetzt hat er gar nicht mehr aufzubewässern. So. Vielleicht habe ich's. Okay. Wie viele Tomaten habe ich jetzt? 251. Okay. 252. War denn hier hinten irgendwo noch was, was ich nicht gesehen habe? Ich bin ja in der Nacht hier vorbei. Also, weil ich habe ja von dem einen Schlüssel erhalten, aber habe eigentlich keine Ahnung, wo mich der hinbringt, ne? Waren hier nicht gleich Golems, die ich am Leben gelassen habe? Ich müsste übrigens mal was probieren. Das mache ich jetzt, glaube ich, schnell. Und zwar, das ist ja Sand. Müsste nicht theoretisch Windfaust funktionieren? Damit wirbel ich den Sand ja quasi auf und der fliegt dann auseinander. Was sind sie denn? Da waren doch Sandgolems, oder? Die ich nicht besiegen wollte. Hier. Wow. Ja, also, ich würde sagen, funktioniert. Nicht. Trauben. Traum. Also ich hätte keinen Bock, den Weg zu laufen, ne? Also im normalen Tempo. Ich hätte wirklich nur die Sandgolems am Leben gelassen, ne? Der ist richtig schnell, der Boy. Ja, auch schon tot. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Ich meine, ich brauche ja jetzt selbst damit etwas. Oh Gott. Au, Dankeschön, Entschuldigung. Seid ihr gerade alle drin?
Nein. So. Diebstahl! Da bist du, Hund. Hab ich die Truhe schon geplündert? Hey, du! Ja. Mensch, hat sich hier nicht mehr gelohnt. Die habe ich schon geplündert. So, dann kriegt er jetzt sein Korn. Dann krieg ich hoffentlich gleich Mehl. Sag ihm, dass die Straßenräuberbarrikade auch aufgelöst wurde. Da, von dir habe ich übrigens den Ring. Hier hast du dein Korn. 20 Säcke. Oh, du hast es tatsächlich geschafft? Was ist mit meiner Belohnung? Die hast du dir redlich verdient, Herr. Da, nimm. Ich habe die Wüstenräuber an der Brücke beseitigt. Du wirst daher in Zukunft wieder mit Korn versorgt werden. Ich denke mal, dass dir diese Nachricht eine kleine Belohnung wert sein sollte. Nicht nur die Nachricht, sondern auch die Tat eigentlich. Sorry, schick mich. Ich soll 30 Säcke Mehl bei dir kaufen. So, hast du denn schon mit das angesprochen? Ohne seine Erlaubnis darf ich kein Mehl verkaufen. Wer ist Hassan? Er ist der Kommandant der Krieger von Amarna. Du findest ihn in der... Wie soll ich denn mit ihm reden? Ich darf da nicht rein. Ich will nicht mal mit ihm sprechen. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Die Torwache lässt nämlich nicht jeden rein, ne? Und was muss ich tun, um in die Festung zu kommen? Tja, das solltest du die Wache ein bisschen selber fragen. Hab ich schon. Nicht sehr hilfreich. Ist das jetzt alles, ja? Da steht gerade keine Wache. Kann's eh nicht an. Kann's eh nicht knacken. Tom. Hey du. Juan. Ja, ich hab das mit Absicht so ausgesprochen. Hey du. Hallo. Ich habe keine Zeit. Ich glaub. Ja gut, das ist ernüchternd. Sehr ernüchternd. Was mache ich jetzt? Ist hier wenigstens ein Sack Mehl? Hm. Kann ich eigentlich in die Stadt zurück? Ich mache jetzt vorher mal was anderes. Mal ein bisschen kleinen Tapetenwechsel. Ich teleportiere mich zu Said. Ich muss hier nur kurz von denen weg, bevor die mich zerklatschen. Weil ich meine Rüstung wechsle. So, Dalle. Wo haben wir denn Saids Lager? Hier. Hey. Samara schickt mich. Deine Tochter wird in Ugar gefangen gehalten. In Ugar ist sie also. Lange Zeit haben wir vergeblich nach ihr gesucht. Danke für die Nachricht. Vielleicht kann ich Samara befreien, aber leider vertraut sie mir nicht. So, und was soll ich bitte schön tun? Nun, Samara vertraut mir erst, wenn du mir Vertrauen schenkst. Gut. Doch dies kann ich erst tun, wenn du mir beweist, dass du... Dann stell mich bitte auf die Probe, anstatt einfach zu sagen... Du bist kein Freund. Zum Beispiel damit, dass du mir 10 Waffenbündel bringst. Oh, 10 habe ich doch bestimmt, oder? Wo soll ich denn so viel Waffen herbekommen? Bei den Assassinen natürlich. Sie haben eine Menge Waffen. Und das reicht dir als Vertrauensbeweis? Nein, du musst einiges für uns tun, bis ich dir vollständig vertrauen kann. Wir haben viele Feinde. Die Assassinen sind überall. Tue einiges für uns. Dann sehen wir weiter. Am schlimmsten aber werden wir von anderen Nomaden, nämlich Alis Sippe, bedrängt. Die sind auch schon erledigt. Das ist zurzeit das größte Problem. Wer ist Ali? Ein Wüstenräuber, der sich mit seinem Stamm hier in den Bergen niedergelassen hat. Erst wenn wir nicht mehr von ihm bedrängt werden, können wir daran denken, die Assassinen anzugreifen.
Okay, also eins nach dem anderen. Das da. Alice Sippe wird euch nicht mehr bedrohen. Ist das wahr? Dann danke ich dir. Du hast sehr viel für uns getan. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Mhm. Elixier der Stärke ist nice. Mercurius hatte mir mal diesen wertvollen Trank gebraut. Doch habe ich ihn nie gebraucht. Nimm du ihn da. Bist krass genug, ja? Hier hast du 10 Waffenbündel. Sehr gut. Jetzt sollen sich die Assassinen in Acht nehmen. Hey du, vertraust du mir? Nun, du hast meine Tochter Tamara gefunden. Gleichzeitig hast du uns mehrere Waffenbündel besorgt. Damit hast du uns schon sehr geholfen. Du hast dafür gesorgt, dass wir von Alice Sippe nicht mehr belästigt werden. Und das ist etwas, was ich dir nie vergessen werde. Danke nochmals dafür. Du hast die Panther getötet. Unsere Herde kann dadurch wieder sicher weiden. Du hast die Greifen getötet. Unsere Ziegen werden jetzt wieder sicher weiden können. Du hast Baram bei der Snapperjagd geholfen. Dadurch hast du dir bei unseren Jägern viel Sympathie erworben. Du hast dich bei Kamal dafür eingesetzt, dass Ruslan seine Tochter heiraten kann. Ruslan hat daher eine hohe Meinung von dir. Er vertraut dir. Mein Vertrauen hast du jedenfalls. Du hast viel für uns getan. Meine Männer haben großen Respekt vor dir. Ich halte dich für einen großen Krieger. Wenn du unsere Hilfe brauchst, dann sage mir einfach Bescheid. Okay. Wildjäger, her damit. Zeig mir, wie ich Wildjäger werden kann. Die meisten Tiere sind sehr schnell und es ist schwierig, sie zu treffen. Außerdem sind gefährliche Tiere, wie ein Schattenläufer, sehr stark, sodass das Leben davon abhängt, einen Volltreffer zu machen. Verzichte daher bei der Jagd auf ein bewusstes Zielen. Achte mehr auf deinen Instinkt und dein gutes Auge. Je mehr Erfahrung du hast, umso schneller bist du in der Lage zu schießen und auch zu treffen. Beachte dies und du wirst ein guter Wildjäger werden. Meisterschütze? Zeig mir, wie ich ein Meisterschütze werden kann. Wenn du in einem Kampf mit Räubern, Untoten oder dämonischen Geschöpfen verwickelt bist, kann ein guter Schuss dein Leben retten. Benutze beim Zielen Bogen und Pfeil zu Hilfe. Je nach Entfernung solltest du die Pfeilstellung ändern. Lerne die Entfernung zum Ziel gut einzuschätzen und ziele über die Pfeilspitze, die genau ins Ziel zeigen sollte. Wenn du das gelernt hast, wirst du schon bald ein richtiger Meisterschütze werden. Mhm. Sprengpfeile und Sprengbolzen. Zeig mir, wie ich Sprengpfeile und Sprengbolzen herstellen kann. Für die Herstellung von Sprengpfeilen und Sprengbolzen benötigst du Schwarzpulver. Schwarzpulver besteht aus Schwefel, Salpeter und Holzkohle. Am besten kaufst du Schwarzpulver von einem Alchemisten, da es sehr mühselig wäre, jede Zutat zu suchen. Befestige einen kleinen Beutel mit diesem Pulver an deine Pfeile und Bolzen und entzünde diese. Warte aber nicht zu lange damit, diese abzuschießen, sonst fliegen dir die Dinger um die Ohren. Besser als Sprengpfeile sind allerdings Magiepfeile, doch davon habe ich keine Ahnung. Die sind tatsächlich besser, okay. Ich will stärker und geschickter werden. Ich speichere mal aus zweierlei Gründen. Hey. So. 20 Lernpunkte. Lohnt sich das noch mehr zu lernen? Eigentlich nicht, ne? Da lerne ich lieber einen Umgang mit dem Bogen noch. Oder? Ich meine, ich habe genug Lernpunkte. Ich kann mich um die Assassinen an der Küste kümmern. Du willst uns tatsächlich helfen. Aber warum? Weil die Assassinen genauso meine Feinde wie die euren sind. Verstehe. Doch leider können wir dich bei deinem Vorhaben nicht unterstützen. Es gibt hier noch andere Gegner, die uns jederzeit überfallen könnten. Darum kann ich zumindest jetzt hier keinen Mann entbehren. Nicht schlimm. Ich werde mit dem Feind schon alleine fertig. Gut. Dann möge Adanos mit dir sein.
Hey du! Wegen Tamara. Vertraust du mir jetzt? Ja, gehe zu Tamara und frage sie, ob sie noch das Halsband ihrer Mutter trägt. Hä? Was? Mir geht es aber doch darum, dass sie mir Vertrauen schenkt. Ja, das könnte ich nur wissen, frage wahrscheinlich. Frage sie einfach und du wirst sehen, was geschieht. Wenn ich mit dir geredet habe, lieber Said. Okay, ich habe noch 83 Lernpunkte. Ich bin jetzt mal so frei. Zeig. Und haue mich auf 75 hoch. Dann habe ich genau 38 Lernpunkte über. Klingt doch fair. So. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann sollte ich jetzt eigentlich noch krasser sein. Mit dem Schießen. Und weil ich zu faul bin, rüber zu laufen, teleportiere ich mich jetzt rüber. Denn der Schmied sollte jetzt auch mit mir glücklicher sein. Zeig. Ach nee, das war gar nicht er. Irgendwer hat gemeckert. Ja, und das war genau das Gespräch. Also war wirklich 1:1, sag ich euch. Okay. Irgendwer hat doch gesagt, wenn du ein Freund der Assassinen bist, bla bla Fusselblo, bla bla Biblablo. Wo waren das nochmal? Oder irre ich mich gerade? Und das waren jetzt beides Assassinen, die ich im Kopf habe. Soweit ich... Mir fehlen noch welche. Okay. Das ist gar nicht so unglaubwürdig. Okay. Dann. Ja. Dann war es das für den Moment eigentlich. Ich überlege gerade, wo ich noch hingehen könnte. Das ist gerade echt, mit Verlaub, ein bisschen dämlich. Also die Schätze muss ich ja auch noch alle finden, ne? Gott, habe ich jetzt wieder viele Quests. Guckt euch das mal an, ey. Ach du Heilige. Die Lurker an der Heiligen Quelle, also ich weiß nicht einmal, wo die Heilige Quelle ist, immer noch nicht. Die hat mich angelogen, die gibt's gar nicht. So, hier kann ich mich wieder umziehen. Leichte Assassinenrüstung. Habe ich Uga noch? Ja. Ich meine, ich muss jetzt schauen, wie ich das halt mache. Ich möchte gerne... Also man kann ja anscheinend nach Amana rein, bevor man die Quests hier fertig hat. Da bist du ja. Und? Eben wegen hat den Mehlsäcken. Angebissen? Und wie? Der war ganz aus dem Häuschen, als ich ihm meine alte Karte angedreht ja, habe. Ja, es profitiert, gell, du kleiner Penner, du. Unten in den Katakomben beschäftigt sein. Wahrscheinlich finde ich da irgendwann seine Leiche. Mach's gut. Warte mal. Ich würde gerne mit dir etwas besprechen. Puh, jetzt kommt's. Um was geht es? Ich habe den Eindruck, dass du ein tatkräftiger Bursche bist, der nicht gleich vor jeder Schwierigkeit davonläuft. Kann schon sein. Und weiter? Ich habe ein Problem mit meinen Mietern, denen ich auf der Rückseite des Gebäudes ein Zimmer vermietet habe. Zahlen sie etwa nicht? Du meinst nicht? Die, die spezielle Doch, Dienste verrichten? Meine Miete erhalte ich. Aber wenn sie so weitermachen wie bisher, dann bekomme ich noch den größten Ärger mit meinen Nachbarn. Was ist das Problem? Sie rauchen den ganzen Tag. Es ist bereits so schlimm geworden, dass man das Zimmer vor lauter Qualm nicht mehr betreten kann. Außerdem stinkt es so, dass sich viele Leute schon beschwert haben. Manche Gäste haben schon gedroht, mein Lokal nicht mehr zu betreten. So wütend sind die Leute bereits auf mich. Ich muss daher die drei so schnell wie möglich loswerden. Dann kündige doch einfach das Mietverhältnis. Wenn das einfach wäre. Sie weigern sich, die Wohnung zu verlassen. Und wenn ich ihnen drohe, dass ich sie rauswerfen werde, lachen sie mich nur aus. Dann melde doch die Sache. Du meinst Torres, dem Kommandanten der Wache? Ja. Der hat keine Zeit für solche Geschichten. Er hat selber jede Menge Probleme, um die er sich kümmern muss. In meiner Verzweiflung habe ich mich sogar an Mansur gewandt, um bei ihm ein paar Schläger zu bekommen.
Aber er will hierfür sehr viel Gold haben. Das würde mich ruinieren. Wenn du aber bereit wärst, mir zu helfen, würde ich dir 300 Goldstücke geben. 300 Goldstücke? Mehr geht beim besten Willen nicht. Also, wärst du bereit, mir zu helfen? Du willst also, dass ich die drei vertreibe? Ja, aber töte sie bloß nicht. Mit Mord will ich nichts zu tun haben. Verstanden? In Ordnung. Ich werde mich um die drei Vögel kümmern. Hinter dem Häuschen, hat er gesagt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche er meint. Aber waren das nicht tatsächlich die, wo ich auch anheuern kann? Weil da war doch einer drin, der kifft, oder? Nee. Wo sind die Kiffer, hä? Wo sind sie? Du denn da drin zu suchen? Samson, sei still. Nein. Hinter dem Gebäude, hat er doch gesagt. Ah, die da oben. Ist ja richtig gesehen. Belia-Kämpfer. Ja, nein, ich glaube, mit denen will ich nichts zu tun haben. Oh, ich höre eine Wasserpfeife. Ich komme der Sache näher. Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst. Also ich höre schon eine Wasserpfeife, aber... Wo? Ich bin super verwirrt. Die Musik denkt sich auch, Diggi. It's over. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, mach, dass ich wegkommst, wie man nirgendwo rein darf. Das ist echt ein bisschen nervig hier. Ja, du wolltest jetzt auch gerade wieder meckern. Über Ruhe. Okay, keine Ahnung, wo die gerade sind. Oder ich habe was falsch verstanden gerade. Dachte aber eigentlich, ich habe verstanden, hinter seiner Spelunke quasi. Naja. Gut. Aber dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich fange dann einfach bei den Wasserpfeifen beziehungsweise bei den Pfeifen an und dann sehen wir uns da das nächste Mal. Oh, was ist denn das? Okay. Führt denn das hin? Verstecktes Gold. Wo bin ich denn jetzt gelandet? War das gerade ein Zettel mit verstecktes Gold? Ach ja. Ich glaube, das war ein Zettel. Ja, hier. Lieber Freund, wenn du diese Zeilen hier liest, dann stammen sie von einem Toten. Denn ich werde bald sterben, da ich als Mitglied der Diebesgilde von Uga den Fehler begangen habe, Mansur nicht an meine Einkünften zu beteiligen. Frage nicht, lieber Freund, woher diese Einnahmen stammen. Du kannst es dir sicher denken, ich habe das Gold in dem Ruinenhaus von Uga vergraben, welches in unmittelbarer Nähe von Abbas Tuchladen liegt. Achte auf ein kleines rotes Kreuz. Unter diesem wirst du das Gold finden, welches mir so viel Unglück gebracht hatte. Ich hoffe, dass es dir... mehr Glück bringen wird. Bernardo. Ja gut, das habe ich ja schon gefunden. Deswegen ist wahrscheinlich auch kein Tagebucheintrag gedroppt. Ich beende die Folge gleich. Ich will jetzt nur wissen, wo das hier gerade ist. Das wird mich jetzt wahrscheinlich auch in die Katakomben runterführen. Gehe ich davon aus. Gibt es ja auch irgendwie 70 Wege darunter. Ja. War ich ja auch schon, ne? Ja, das ist hier. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.